Ratschensätze bin ich nicht so Fan. Meli? Ja, da die da auch noch da. Ja, sie ist langsam ausgeliefert. Joseph, was für ein Tag ist heute? Keine Ahnung, es ist schon 1 am Morgen ist es. Aber erster Tag Tuning World. Das ist. Nein, jetzt ist zweiter Tag Tuning World. Ja, jetzt aktuell ist zweiter jetzt Tag. Jetzt aktuell ist zweiter Tag. Der erste Tag ist gone. Ist aber lustig. Der erste Engine ist auch gone. Ja. Nice. Genauso haben wir natürlich wollen, nach dem ersten Tag, am ersten Abend vom viertägigen Event enden. Scheiß Motor wechseln. Ganz gemütlich daheim. Und der Giussi hat jetzt schon einen Motor gesammelt im Nuklear-Aargau. Von einem anderen verbrennten, zum Glück. Danke, Lukas. Tuning World Tagebuch Nummer 1. Erster Tag. Neuer Motor gekauft. Und noch, der kommt jetzt rein. Morgen. Der kommt jetzt rein. Da bei der Masse auch noch einige. Ja. Neuer Motor. Viel Arbeit. Ich müde. Unbeliebt. Viel Arbeit, unbeliebt. Giussi, hast du gut geschlafen? Nein, gerne nicht. Mal 3, 8, 5 Stunden. Vielleicht. Super. Ist nice. Sieht aus wie neu. Ist auch neu. Gut, lassen wir einfach laufen auf gut Glück, oder? Mal ja, los. Das ist jetzt so wie eine Kompression messen. Alter, da lassen wir jetzt einfach an und senden. Ja. Das ist keine Nerven mit, wenn wir jetzt so eine Kompression messen. Also Öldruck können wir geben, das ist ein bisschen gargelt, hat es einmal. Oh, jetzt. Und nachher eine Runde um die Hütte und fertig. Nice. Danke, Lukas. Der Motor, er läuft. Nice. Ja, nee, es läuft. Es läuft. Wir tun jetzt wieder Kompression messen oder sonst irgendetwas. Wir laden jetzt einfach auf und gehen zurück an die Tuning World. Das ist Hektik. Irgendwie 11 oder so. Und dann können wir Nachmittag, gleich direkt am Mittag wieder. Weißt du, oder? Senden. Auf für einen Fick. Wollen wir noch einen Recap machen, Giussi? Letzte 12 Stunden? Ja. Ja. Also ich werde früher, das war mal eine krasse Aktion, oder? Irgendwie am Nachmittag um 2 Uhr, da war ein Engine blowt. Ich glaube, wir haben noch nie so krass einen Engine blowt, ohne Scheiß. Es hat keinen Öldruck, kein nichts. Dann denke ich, fuck off, man. Wir senden den jetzt einfach, bis er stirbt. Und er ist so richtig gestorben. Und ja. Schnell via Social Media, Instagram und ganz viel Vitamin B schnell BMW-Motor organisiert. Am 8. abgefahren. Etwa um 11. bin ich beim Lukas gsi. Das ist irgendwo in Aarau, da ist irgendwie 5-6 Kantone weiter oder so. Am 1. bin ich glaube wieder da gsi. Ja, am 3. haben wir den Motor drinnen gehabt. Am 3. haben wir drinnen gehabt. Und jetzt ist, jetzt ist, weisst du jetzt? Halb 12. Ja, etwa. 11, keine Ahnung. Wir tun jetzt so schnell draussen. Ein bisschen gleich und dann schnell 2-3 Mal durchladen, um zu schauen, ob es sicher verhebt. Und nachher 1-2-1 aufladen und zurück zum Filmen. Gut, los, keine Zeit zum Filmen. Keine Zeit zum Filmen. Hey, voilà. Und jetzt, 12 Stunden später, sind wir wieder in Friedrichshafen. Und Giussi sein Auto meint wieder huren mit neuem Engino.